Klimapolitik, meine Damen und Herren, ist eine Gestaltungsaufgabe. Immer nur ambitionierte Ziele zu formulieren, hilft dem Klima null. Wir müssen schon machen, wir müssen gestalten. Nachhaltigkeit ist Verpflichtung und Verantwortung, gerade auch für künftige Generationen. Daran hat uns ja das Bundesverfassungsgericht zuletzt erinnert. Die Politik kann nicht einfach nur Ziele vorgeben, sie muss auch Lösungen anbieten, deren Lasten nicht nur künftige Generationen zu tragen haben. Wir haben eine starke industrielle Basis. Wir haben einen gesunden Mittelstand in Deutschland. Um diesen zu erhalten, brauchen wir Mut zu Innovationen. Wir brauchen Mut zu intelligenten Lösungen, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Planwirtschaftliche Vorgaben sind Gift für die Innovationskraft sowohl unserer Menschen als auch unserer Betriebe. Drittens, wir müssen Stromlücken schließen. Wir müssen die Versorgungssicherheit garantieren. Wir brauchen, meine Damen und Herren, bezahlbaren Strom. Wir starten den Weg in die Klimaneutralität mit einer riesigen Stromlücke. Deutschland verabschiedet sich aus der Atomenergie. Deutschland hat den Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Uns fehlen enorme Stromkapazitäten, schon allein durch diese Beschlüsse. Gleichzeitig führt der Ersatz fossiler Energieträger im Wärmebereich, in der Mobilität, in der Industrie zu einer enorm wachsenden Stromnachfrage. Diese Lücke ist bis heute nicht verlässlich geschlossen. Es wird eine der zentralen Aufgaben der neuen Bundesregierung sein, für eine ausreichende Stromversorgung in Deutschland zu sorgen. Besteht eigentlich im Deutschland des Jahres 2021 noch der Grundkonsens, dass dieses Land Industrieland, Exportland und Innovationsland sein muss? Besteht dieser Grundkonsens noch gesellschaftlich, aber auch politisch? Schließt dieser Konsens auch noch das Grundverständnis von sozialer Marktwirtschaft ein, also aktiver sozialer Ausgleich als ausdrückliche Verpflichtung, aber eben auf Basis von Markt, von Unternehmertum, von Handel und von Privateigentum? Gemeinsam müssen wir eine Investitionsoffensive starten, damit auf breiter Front Wachstum entsteht, Rahmenbedingungen für Wachstum da ist, innovative Lösungen durch technologischen Erfindungsreichtum entstehen können. Es fehlen allein für Infrastrukturmaßnahmen im engen Sinn 20 Milliarden Euro jedes Jahr. Wir arbeiten beim BDI gerade noch an den aktuellen Zahlen mit den neuen Zielen. 2018 in unserer Klimastudie, wohlgemerkt mit dem Ziel 95% bis 2050, war das Ergebnis ein Bedarf von 2.300 Milliarden Euro allein in Deutschland bis 2050. Die wird die öffentliche Hand niemals allein leisten können. Es braucht also massive private Investitionen, privatwirtschaftliche Investitionen der Unternehmen. Und mein Appell an die Politik ist, lasst die Unternehmen diese Investitionsentscheidungen treffen. Das ist unser Job, dafür arbeiten wir. Die Aufgabe der Politik und der Verwaltung ist es, die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Standortfaktoren zu schaffen. Und zwar gleich jetzt. Wir brauchen diese Entscheidungen jetzt. Wir sind eh schon viel zu spät. And Europe must adapt to this new reality. With this update, we present a more assertive approach. That does not mean that we will switch to a planned economy, of course, as I can hear sometimes. No. Or that we want to reshore everything. No. Europe is and will remain an open continent. It is in our DNA. It means that we want to use in full our strengths to harness our industrial ambition, to reinforce our single market, and achieve our green and digital and resilience objectives. And to continue to compete globally, but on a fair footing. This time is about transforming and projecting Europe. To our friends and partners, I want to say Europe will always remain open, but subject to our conditions and our values. 8 Milliarden Menschen eine Lebensgrundlage zu geben, und da muss man auch sehen, wir haben uns in den letzten 100 Jahren vervierfacht.
und haben für die Verdoppelung der Menschheit gerade mal 1000 Jahre vorher gebraucht, dann ist das eine Herausforderung. Aber dann funktioniert das nur, wenn man alle mitnimmt. Und mitnehmen kann man, wenn man Geld und Technologie hat und wenn man Vorbild ist. Aber Vorbild in einer Art und Weise, dass andere Nationen wirklich bereit sind, mitzumachen. Wenn wir dann in Paris festschreiben, dass Länder wie Indien und China noch bis 2030 einen Entwicklungshilfestatus haben und deswegen auf der CO2-Schiene machen können, was sie wollen. Das eine Land 90% Anteil an der Stromversorgung in Kohle, das andere Land 70%. Dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Dann können wir uns in Europa 2045 CO2-neutral geben oder nicht. Es wird einfach nichts verändern. Es wird nur eines verändern, dass Europa industriepolitisch, weltpolitisch keine Rolle mehr spielt. Und wenn wir uns selbst marginalisieren wollen, um danach keinen Einfluss mehr nehmen zu können, dann müssen wir so weitermachen wie gehabt. CO2-Reduzierung natürlich ganz konkret, seit einigen Jahren jetzt noch mehr. Wir haben einen CO2-Fußabdruck genommen bei uns, den wir regelmäßig überprüfen und wo wir uns verbessern möchten. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht nach dem DNK-Status, Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Und wir haben auch im Unternehmen eine eigene Richtlinie etabliert, Umwelt- und Energiemanagement. Das tun wir, um hier besser zu werden und ganz konkret unseren Beitrag zu leisten, unsere ganze Wertschöpfungskette auf Klimaschutz hin zu überprüfen und nachzujustieren. Aber ich sage auch ganz offen, wir tun das auch, weil unsere Kunden das immer mehr einfordern. Dazu gehört es, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen auf den Klimaschutz auszurichten. Also es muss sich mehr lohnen, klimafreundliche Geschäftsmodelle voranzubringen als klimaschädliche fossile Geschäftsmodelle. Und das wird im Wesentlichen erreicht werden, indem wir den CO2-Preis stärker machen, indem Emissionen teuer werden. Und natürlich muss man im Gegenzug entlasten. Natürlich möchte man den CO2-Preis nicht etablieren, damit man zusätzliche staatliche Einnahmen erzielt, sondern um den Anreiz zu setzen, klimafreundlich zu wirtschaften. Dass die Einnahmen müssen zurückgegeben werden, idealerweise, weil eben Geschäftsmodelle, die auf Sektorenkopplung abzielen, wahrscheinlich einen Großteil der Geschäftsmodelle in Richtung Klimaneutralität ausmachen werden. Deswegen wäre es gut, den Strompreis zu senken, also die EEG-Umlage vom Strompreis runterzunehmen. Dann entfällt auch viel Bürokratie, da werden viele Unternehmen entlastet, auch viele Haushalte, die Stromsteuer abzusenken. Das ist so ein bisschen die Frage, wie richte ich das realwirtschaftliche Umfeld für die Unternehmen auf den Klimaschutz aus, damit es attraktiver wird, Klimaschutz zu betreiben. Das ist auch oft schneller. Der Staat ist, das haben wir auch in der Corona-Krise in vielen Dimensionen gemerkt, der Staat ist in Entscheidungen, die auch schnell umgesetzt werden müssen, nicht besonders schnell. Viele automatische Stabilisatoren haben gut funktioniert. Kurzarbeit ist zu nennen, steuerlicher Verlustrücktrag hätte man auch noch ausweiten können. Aber vieles, wo der Staat direkt agieren musste, war das war doch sehr langsam. Weil es auch nochmal den Dreiklang von Sigi Russwurm mit aufgegriffen hat. Es geht eben um Industrie, es geht um Export und es geht um Innovation. Und diese Runde hier hat das, glaube ich, mehr als verkörpert. Und dafür danke ich ganz herzlich, auch mit dem Verständnis, Herr Brückel, dass ich einfach jetzt Ihnen höchstens nochmal the famous last words geben kann. Gibt es noch etwas, was Sie unbedingt sagen wollen? Ich wünsche mir einfach, dass wir gemeinsam Politik, Wirtschaft und die Menschen vor Ort, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eine Lösung finden für dieses Problem. Denn wir müssen das Klimaproblem lösen und da sind wir alle in einem Boot. Das ist mein Wunsch.